Hallo und herzlich willkommen zu den Golfpost-Highlights der Woche. Wir hoffen, euch geht es gut und ihr seid gesund. Damit euch in den nächsten Wochen nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir die Play-at-Home-Challenge ins Leben gerufen. Schickt uns gerne dazu eure Videos, wie ihr zu Hause Golf spielt. Das Video mit den meisten Likes zeigen wir nächste Woche Montag in unseren Highlights. Kommen wir zu den wichtigsten Themen aus der Golfwelt der vergangenen Woche. Corona ist auch in Profigolfkreisen weiterhin das große Thema. Nun haben sich die Topspieler zusammengetan und mit der European Tour eine großartige Aktion ins Leben gerufen. Seht selbst. This is a little message for those of you who haven't realized it yet. I am not your hero. Yo no soy tu héroe. I am not your hero. Yo ingen hjälte. I'm not your hero. Ich bin nicht euer Held. Non sono io il vostro eroe. I'm not your hero. Ja, ich bin dein Held. Je ne suis pas ton héros. Ich bin nie euer Held. Your heroes are the same as our heroes. Our heroes are the doctors and nurses. Our heroes are our social work and healthcare professionals. Our heroes are the hospital staff. Our heroes are the shop workers and food producers. Our heroes are cleaning our streets and keeping them safe. Our heroes are all of the essential workers that we all take for granted. Please help our heroes and follow the advice of the World Health Organization and our respective governments around the world. If we do that, we can save lives and become heroes. Es gibt in Zeiten der Corona-Welle aber auch gute Nachrichten im Golfsport. Phil Mickelson macht es auf seinem Twitter-Account spannend. Er verkündete, dass er an einer Wiederauflage des Matches zwischen ihm und Tiger Woods arbeite. Ein Golf-Highlight, auf das wohl viele von uns gewartet haben. Wenn wir an 2018 zurückdenken, wird Tiger wohl alles daran setzen, ein erneutes Duell zu gewinnen. Mickelson schlug ihn bei der Erstauflage am 22. Loch und nahm die ausgeschriebenen 9 Millionen Dollar mit nach Hause. Wir freuen uns auf das Duell 2.0. Während nun zahlreiche Turniere auf der Tour bereits abgesagt sind, ist noch unklar, wie es mit der US Open weitergeht. Offiziell hält man am eigentlichen Austragungstermin Mitte Juni fest. Doch der Club Winged Foot liegt in unmittelbarer Nähe zu New York. Das allein ist schon Fragezeichen genug. Im Hintergrund laufen wohl schon Pläne, das Major im Herbst alternativ auf den Plätzen Oakmont oder Pinehurst auszutragen. Die USGA kündigt bald eine Entscheidung dazu an und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Unser Tipp der Woche kommt heute von keinem Geringeren als dem amtierenden europäischen Ryder Cup-Kapitän Patrick Harrington. Viel Spaß dabei! So, as you watch around Instagram, you'll see a lot of people with their training aids practicing and putting, and the common theme you hear is, wow, it's just so easy, and they just knock them in putt after putt after putt. Yeah, good. Do build a training aid. If you don't have one, go and build one. Just build any sort of T-square that you can line a putter off square to you where you know you can make it. You can build it out of a cardboard box with a black piece of pen. Anything that gets you the square off the putter, great. Plenty of good tips out there online about different types of putting strokes. Definitely have a look at them. But I'm going to talk about the mental game and putting. So what's happening when you're putting here on a line, everything's lined up. Watch the rhythm of this. I'll basically go 1, 2, 3, 4, 5. Okay, straightforward. I'm not really engaging my brain. I'm not worried about the pace of the putt. I'm not worried about the alignment. I'm not worried about the actual break of the putt because they're all dialed in. And I simply just run through the motions. That is brilliant. If you can do that and bring that to the golf course, that's brilliant. I'd love to be able to do that, but this is what happens when I get in the golf course. And this is something you've got to watch out for. So. Unser Zitat der Woche, diesmal von Klaus Kobold, dem Präsidenten des Deutschen Golfverbandes, der alle Golfer noch einmal ausdrücklich zur Besonnenheit und Solidarität aufruft. Nehmen wir uns das doch einfach mal zu Herzen.
So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Einschalten. Und vergesst nicht, eure Videos unter dem Hashtag PlayAtHome in der Golfpost-App zu posten. Bitte kommentiert und liked fleißig unter diesem Video auf Instagram, Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.